Auf den deutschen Werften wird wieder gearbeitet. Schiffsbauer und tausende von Facharbeitern stehen wieder in ihrem Beruf. In Lübeck und Hamburg entsteht eine neue Handelsflotte für den küstennahen Seedienst. Schiffe von 1500 Bruttoregistertonnen sollen zunächst den Küstendienst wieder flott machen. Als viertes Schiff dieser Serie lief die Tilly Russ auf den Lübecker Flenderwerken vom Stapel. Auch Aufträge aus dem Ausland können wieder schnell und qualitätvoll ausgeführt werden. Auf der Werft Juchow in Rendsburg wurde das größte in der Nachkriegszeit in Deutschland hergestellte Schwimmdock fertiggestellt. Das 97 Meter lange Dock ist ein Auftrag der griechischen Regierung und wurde im Rahmen des Marshallplanes finanziert. Im Frühjahr wird das Schwimmdock durch den Ärmelkanal und das Mittelmeer nach Griechenland abgeschleppt werden.